Dennis Zude, darum hat Schauspielerin keine Kinder. Fast jede Frau setzt sich im Leben mit der Kinderfrage auseinander, auch Fernsehstar Dennis Zude. Gegenüber Bunte erklärt die 55-Jährige, warum sie sich gegen eigenen Nachwuchs entschieden hat. Dass sie nicht Mutter werden möchte, hat Dennis Zude 2016 gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, dem 2016 verstorbenen Regisseur Carlo Rola, beschlossen, weil Filme machen und Reisen unser Leben bestimmten. Es war dennoch keine einfache Entscheidung für das Paar. In dieser Zeit habe sich Dennis Zude intensiv mit der Kinderfrage beschäftigt und sich sogar Rat bei einer Psychologin gesucht. Ich brauchte dafür einen Sparringspartner. Eben weil ich nicht irgendwann aufwachen und mir vorwerfen wollte, dass ich mir nicht genug Gedanken darüber gemacht habe, schildert sie ihre Gedanken für das Für und Wider. Mit Mitte 30 stand der Entschluss, keine Kinder zu bekommen, für die in West-Berlin aufgewachsene Schauspielerin dann so richtig fest. Wie sie Jahre später erfuhr, hätte sie aufgrund ihrer Schilddrüsenunterfunktion aber vermutlich ohnehin keine Kinder haben können. Eine Diagnose, die Dennis Zude aufgewühlt hat. Ich hätte sehr viel veranstalten bzw. versuchen müssen, um Kinder zu bekommen. Diese Tatsache musste ich wirklich erstmal verdauen, offenbart sie gegenüber Bunte. Verwendete Quelle: Bunte.de